Der Ballettabend New London Moves besteht aus drei sehr unterschiedlichen Teilen, die von den Choreografen Wayne McGregor, Douglas Lee und Akram Khan gestaltet wurden. Mein Name ist Ira Goldbecher und ich habe diese Produktionen hier am Ballett Dortmund dramaturgisch betreut und ich freue mich, Ihnen Einblicke in die jeweiligen Stücke zu geben. Wir beginnen gleich mit dem Tanzstück Eden Eden von Wayne McGregor, das auch den Ballettabend New London Moves einleiten wird. Der Komponist Steve Reich gehört zu den bekanntesten Vertretern eines Genres, das sich Minimal Music nennt und in den 60er Jahren in den Staaten entstanden ist. Er dehnt die Grenzen des Mediums Oper aus, indem er ein ganz neues Format erfindet und es dokumentarische Videooper nennt. So ein Werk ist auch Three Tales, in dessen Zentrum die Verzahnung von Originalfilmmaterial, Fotomaterial und Videomaterial steht. Dazu kommen Sprachmelodien, die aus vorab aufgezeichneten Interviews stammen und die zusammen mit live spielenden MusikerInnen und live singenden SängerInnen zu einem musikalischen Narrativ kombiniert werden. Das dreiteilige Three Tales erinnert an bekannte Ereignisse aus dem frühen, mittleren und späten 20. Jahrhundert. So die Explosion des Luftfahrzeugs Hindenburg, die Atombombenversuche auf Bikini Atoll und das Klonen des Schafes Dolly in Schottland. Im dritten Teil Dolly wird ausführlich auf die Idee des menschlichen Körpers als Maschine, die technologische Evolution, die Gentechnik und die Robotik eingegangen. Kurze, aber prägnant nüchterne und durchaus streitbare Statements von 20 VertreterInnen aus Wissenschaft und religiösen Gemeinschaften formulieren Haltungen gegenüber der Schöpfung, der Evolution und gegenüber dem Klonen von Kreaturen. Für den 1970 in England geborenen Wayne McGregor stand die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper, der Wissenschaft und der Technik schon immer im Zentrum seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Aus diesem Grund nahm er auch die Musik Dolly aus Steve Reichs Oper und formulierte mithilfe des Tanzes Aussagen, die dieses Thema betreffen. Das Stück Eden Eden entstand 2005 für das Stuttgarter Ballett. Während Steve Reichs Oper der visuell bebilderten, intellektuellen und sprachlichen Ebene eine Plattform bietet, war es Wayne McGregor wichtig, dass auch der Körper eine Stimme erhält und am Diskurs beteiligt ist. Die Struktur des Stücks basiert auf thematischen und musikalischen Einheiten, die Steve Reichs Libretto vorgibt. Wayne McGregor extrahiert dazu für ihn relevante Aussagen aus der Partitur und entwickelt ein Bewegungsvokabular mit seinen TänzerInnen, das eine aktive Stimme am Diskurs hervorbringt. Die Wissenschaft entwickelt sich stetig weiter und das Thema Gentechnik ist heute kaum mehr so umstritten wie damals. Gentechnik bringt auch viele Vorteile mit sich, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wenn es um das Veredeln von Pflanzen geht oder die gentechnische Herstellung von Medikamenten. Dennoch besagt der Artikel 119 der Bundesverfassung, dass jeglicher Eingriff in das Erbgut menschlicher Keimzellen und Embryonen verboten ist. Andere Bereiche wie das therapeutische Klonen, das heißt die Züchtung von Gewebe aus körpereigenem Erbgut, ist weiterhin umstritten. Die ethischen Fragen, die Wayne McGregor mit seinem Stück aufwirft, sind so auch 17 Jahre nach der Entstehung weiterhin im gesellschaftlichen aktuellen Diskurs verankert. Im zweiten Stück Maquette, das von dem Choreografen Douglas Lee entworfen wurde, geht es genau darum, was der Titel besagt und was der Prozesshaftigkeit einer Stückentwicklung innewohnt. Eine Maquette ist ein maßstabsgetreues Modell einer unvollendeten Skulptur oder einer Skizze. Sie dient der Veranschaulichung oder Erprobung von Formen und Ideen. Die Anfertigung mehrerer Maquette innerhalb einer Gedankenentwicklung verdeutlicht den kreativen Prozess, beginnend vom Prototypen bis hin zum vollendeten Kunstwerk. Der 1977 in London geborene Douglas Lee erhielt seine Ausbildung zum klassischen Tänzer an der Royal Ballet School und ging nach seinem Abschluss an das Stuttgarter Ballett, wo er innerhalb weniger Jahre zum Solisten aufstieg. Parallel zu seiner Karriere als Tänzer begann er, eigene Choreografien zu schaffen und war auch bereits am Dortmunder Ballett zu Gast 2013 und 2019. In seiner neuen Kreation Maquette fokussiert sich Douglas Lee auf simple, synchrone Abfolgen, die er immer wieder wiederholen lässt.
Mit einem Auge für Details lässt Douglas Lee seine TänzerInnen immer wieder die gleichen Abfolgen durchlaufen. Und durch Optimierung und Veränderung werden diese Bewegungsabfolgen kontinuierlich komplexer. Prototypen auf dem Weg zur Perfektion. In den intimeren Szenen mit wenig TänzerInnen entsteht mehr Freiraum, sich auszuprobieren, auszubrechen. Innerhalb einer festgelegten Struktur erhalten die TänzerInnen so die Möglichkeit, aus der Reihe zu tanzen, sich auszuprobieren. Es scheint, als erhielten die Dummies ein Eigenleben, einen Sinn, der nicht nur auf das Funktionieren oder das Optimieren eines Prototypen hinausläuft. Nicolas Sava komponierte zu Maquette die Musik und ihn und Douglas Lee verbindet eine sehr enge, sich weiterentwickelnde Zusammenarbeit. Der in Australien geborene Sava erhielt in Sydney seine musikalische Grundausbildung, bevor er 2013 nach Berlin zog und sich von der avantgardistischen und elektronischen Klangwelt inspirieren ließ und sich auch mehr nicht konventionellen Kompositions- und Verarbeitungstechniken hingab. Bei Maquette handelt es sich um die erste rein elektronische Partitur, die Nicolas Sava schuf. Die Idee war, eine musikalische Klangpalette zu schaffen, die über den Sound der Filmmusik der 80er sowie modularer Synthese emotionale Extreme hervorrufen kann, die bei einer klassischen Partitur genauso zu finden sind. Douglas Lee und Nicolas Sava spielen in Maquette mit dem Gedanken eines rohen, ungeschliffenen Werks, was weiterhin unvollendete Komponenten enthält. Diese Art des lebendigen Arbeitens ermöglicht es beiden, das Werk weiterzuentwickeln, ohne Angst haben zu müssen, die Partitur zu überarbeiten oder den ursprünglichen Funken zu verlieren. Das letzte Stück nennt sich Dust und ist von dem britischen Choreografen Akram Khan. 2014 jährte sich der Beginn des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Tamara Rojo, die Leiterin des English National Ballet, holte dazu drei führende britische Choreografen an Bord, Liam Scarlett, Russell Mellifont und Akram Khan, und gab ihnen eigentlich freie Hand bei der Interpretation dieses Themas mit ihrer eigenen choreografischen Sprache. Der Erste Weltkrieg entstand als relativ kleiner Konflikt in Südosteuropa und entwickelte sich aber zu einem Krieg, in denen über 30 Nationen eintraten. Aber erst mit dem Eintritt Großbritanniens und seines gesamten Empires entwickelte sich diese Auseinandersetzung zu einem wahrhaft globalen Konflikt. Der Erste Weltkrieg war in Bezug auf das Gemetzel, das Blutvergießen und die Zerstörung, die er anrichtete, eigentlich beispiellos. Und dies lag vor allen Dingen an den neuen Kriegstechniken und Kriegsmethoden, die in diesem Krieg zum ersten Mal zum Einsatz kamen, so zum Beispiel Panzer, chemische Waffen, Luftwaffen und U-Boote. Mit dem Einsatz dieser Methoden kam es zu einem Umdenken der modernen Kriegsführung, was in dem Verlust von über 9 Millionen Menschenleben mündete. Großbritannien verlor nicht nur 750.000 Soldaten, und das ist sehr viel mehr im Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. Dort verloren sie 332.000 Soldaten, sondern sie erlitten auch massive finanzielle Schäden, die nicht nur Großbritannien selber betrafen, sondern auch ihr gesamtes Empire maßgeblich beeinflussten. Akram Khan ist einer der gefeiertsten und angesehensten Tanzkünstler der Gegenwart. Er wurde 1974 als Sohn bangladeschischer Eltern in London geboren und erhielt mit 7 Jahren eine Ausbildung in Kathak. Das ist ein klassischer Tanz aus Nordindien, der sich durch fast schon mathematisch anmutende Beinarbeit und Rhythmen auszeichnet. Dieser Stil hat natürlich sein choreografisches Arbeiten maßgeblich beeinflusst. Die Gräueltaten des Ersten Weltkrieges versucht Khan über assoziative Bilder und die Beschreibung von Einzelschicksalen, also Umständen einzelner Menschen, zu verdeutlichen. Akram Khan setzt den Fokus des zweiten Teils seiner Choreografie auf die Arbeit der Frauen, die über die Herstellung von Kriegsmaschinerie den Krieg auf britischem Boden holten. Mit der Abwesenheit der Männer nahmen viele Frauen bezahlte Positionen in der Produktion oder in der Landwirtschaft ein, was zu einer temporären Verschiebung von gesellschaftlichen Rollen führte. Die Waffenfabriken wurden bis 1918 zum größten Arbeitgeber der Frauen und dort stellten sie ungefähr 80% der von den britischen Soldaten genutzten Granaten und Munitionen her. Auch in anderen Bereichen, die früher
einzig Männern vorbehalten waren, wurden sie nun angestellt, so zum Beispiel an präzisen oder schweren Maschinen im Maschinenbau oder im öffentlichen Sektor oder auch ganz simple Sachen auf Bauernhöfen bei dem Führen von Pferdegespannen. Für die gleiche Arbeit erhielten sie jedoch weniger Lohn. Und das war auch der Grund, warum man befürchtete, dass die Frauen weiterhin nach Rückkehr der Soldaten aus dem Krieg beschäftigt werden würden. Dies trat aber nicht ein, denn nach Beendigung des Krieges wurden viele Frauen entweder entlassen, um Platz zu schaffen für die zurückkehrenden Männer, oder sie wurden weiterhin angestellt, aber zu sehr viel niedrigeren Löhnen. Der Erste Weltkrieg gestaltete die internationale politische Ordnung um und diente auch maßgeblich als Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen. So erhielten zum Beispiel in Großbritannien die Frauen bereits 1918 ein erstes Wahlrecht. Dennoch, nach Beendigung des Krieges, kehrten viele Frauen in ihre alten Rollen zurück. Das war bereits das dritte Projekt, das Jocelyn Pugh gemeinsam mit Akram Khan zur Musik setzte. Die Arbeit der britischen Komponistin, die 2012 mit den British Composer Awards ausgezeichnet wurde und die Filmmusik zu Stanley Kubricks Eyes Wide Shut komponierte, umspannt Genres und Kulturen von Orchesterwerken, Chorgesang bis hin zu Minimal Music. Pugh lässt sich häufig von vorgefundenen Klängen oder Geräuschen inspirieren, die sie zu assoziativen Klanglandschaften umwandelt. Für den dritten Teil in Akram Khans Choreografie greift sie auf eine Aufzeichnung des britischen Soldaten Edward Dwyer aus dem Jahr 1916 zurück. Die Aufnahme beginnt mit einem Interview Dwyers, in dem er von den langen Fußmärschen erzählt, die auslaugend waren und wie wichtig es dabei war, zu singen, um die Motivation beizubehalten. Er stimmt dann ein Lied an, dessen Text lautet: We are here because we're here. Wir sind hier, weil wir hier sind. Und das verdeutlicht nicht nur die gefühlte Sinnlosigkeit seiner Situation, sondern schlägt dazu noch eine Brücke zum britischen Kulturgut, weil dieser Text nämlich auf die Melodie von dem Volkslied Auld Lang Syne gesetzt ist. Im letzten Teil der Choreografie verarbeitet Pugh ein Gedicht des kanadischen Colonels John McCrae aus dem Jahr 1915. Und in diesem Gedicht erzählt er von dem Verlust seines Freundes, der bei einem Granatenangriff in Flandern umgekommen ist. Das Gedicht ist eines der berühmtesten Gedichte über den Ersten Weltkrieg und nennt sich In Flanders Fields. Die Komponistin schreibt dazu eine Melodie für das Stimmfach des Countertenors, dessen Stimmumfang weibliche und männliche Eigenschaften kombiniert und eigentlich eine Brücke schlägt zu den zuvor aufgetanen Lebenswelten der Frauen und der Männer. Khans Dust endet musikalisch wie auch bildgewaltig eindrücklich. Eine Frau tanzt mit einem imaginären Gegenüber, während sich ein Soldat über einen Graben Richtung eines glänzenden Lichts bewegt. Ob es das Inferno ist oder die Stille am Ende, das bleibt offen.